Hallöchen. Wir sind jetzt im Hotel, wie man sieht. Was lachst du? Passt. Liebe Grüße. Super. Nochmal. Nee, mach was. Ist gut. Hallöle. Wir sind wieder im Hotel, wie man sieht. Und hat natürlich einen Grund. Im Hotel ist es einfach angenehmer, um aufzuzeichnen. Wir hatten es ja schon ein paar Mal thematisiert. Auf der IFA, da ist immer Jubeltrubel. Heiterkeit auch, aber wenn man eben nicht so einen guten Raum bekommt, wie wir ihn zum Beispiel bei den Kollegen von AVM hatten, genau, wo wir richtig einen Luxus hatten und die Aufnahme machen konnten, dann hat man schon schwierig und wir haben gedacht, wir machen es mal eben hier, weil wir nämlich auch noch ein spannendes Thema haben zum Überthema Smart Home und ganz konkret zum Thema Z-Wave, was ja ein Standard ist. Einer von einigen Standards, die existieren für Smart Homes, aber schon ein relativ großer und verbreiteter. Der verbreitetste, wie wir gehört haben, in dem Bereich mit extrem vielen Produkten, 2600 Produkten insgesamt, also der ganze Range von etwa 700 Partnern, die das herstellen und was auf dem basiert. Und da hat man natürlich dann den Vorteil, dass man ein rotes, ein gelbes, ein grünes, ein violettes und ein dreieckiges und ein quadratisches hat und alles, was man will. Was ja. Sich aussuchen kann, weil man eben einen breiten Pool hat an dem Stelle. Genau, und also im Endeffekt also auch für die, die es nicht wissen, weil ja. Was ist Z, also was ist ein Standard in dem Sinne? Logischerweise ist es ein Protokoll, mit dem verschiedenste Geräte von verschiedenen Herstellern zu einer Thematik kommunizieren können, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Mhm. Und im Thema Smart Home ist das natürlich dann irgendwo eine Hauptstelle, dann vielleicht ein Sensor, Bewegungssensor, Fensterbeweger, genau, ein Rauchmelder, eine Alarm, nicht Glocke, Sirene, eine Alarmsirene, Licht, logischerweise, was auch oft nahe liegt, Kamera, die unterschiedlichsten Geräte und man ist eben nicht auf einen Hersteller angewiesen und vielleicht noch ein paar Produkte, die der zulässt, weil das sein geschlossenes System ist. Und Z-Wave hat eben so viele Partner und haben damit jetzt auch eine Marke gegründet, unter deren diese ganzen, gerade Kleinhersteller, die auch Nischenprodukte haben, die eben nicht so bekannt sind, nochmal vermarktet werden können, was ich glaube ein tolles System ist, um wirklich den Markt auch mit Nischenlösungen zu bedienen und auch ein bisschen Vertrauen zu wecken, dass man die eben einsetzen kann, problemlos. Vor allem, dass sie miteinander zusammenspielen, weil wenn man die Marke sieht und dann sieht man die andere Marke und denkt, ja, aber mir gefällt das und da gefällt mir der Button nicht oder der Wandknopf, der Schalter und so weiter, das kann man problemlos untereinander nutzen, weil das Ganze wird nicht nur einfach, ja, wir machen jetzt Z-Wave, sondern wird wirklich zertifiziert und angeschaut, dass alle Schnittstellen passen und nicht einfach dann plötzlich, ja, der Knopf nur noch drei Funktionen kann, von 50 vor, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja. You know what I mean. Und als Beispiel für solche Nischen ist zum Beispiel, es waren mehrere Partner am Stand und einer hatte zum Beispiel eine Lösung gefunden für ältere Leute, die entsprechend ganz mit einem iPad nicht mehr umgehen können oder denen das zu frickelig ist und geschweige denn mit dem Telefon, die aber vielleicht auch schon ein Smart Home installiert bekommen haben von den Töchtern, Kindern, Neffen vielleicht oder was auch immer in der Familie, die das ganz toll finden, die aber ein bisschen überfordert sind einfach. Auch vielleicht sehen sie nicht mehr so gut. Es gibt ja viele Gründe. Wir kennen das ja auch in anderen Bereichen. Es gibt ja auch Smartphones für ältere Leute, für Senioren. Mit großen Knöpfen. Mit großen Tasten. Und die haben ein System entwickelt mit praktisch ganz großen Tasten, mit ganz einfachen Bildern drauf, wo dann eine Farbkodierung ist und dann leuchtet das Bild von einem Fenster in Rot und dann weiß die Person, ui, da ist ein Fenster auf. Genau, du sagst gerade mit Farbe, rot, das ist etwas, was man ihnen beibringen muss. Rot ist vielleicht die Stube oder das Wohnzimmer, blau ist die Küche und so hat man nicht nur das Bild, das Logo, was man weiß, sondern man weiß auch gleich wo, weil man hat vielleicht mehrere Fenster, die man schließen sollte, wenn man aus dem Haus geht. Und so ist wirklich sehr, sehr simpel. Aber auf jeden Fall, da ist hundertprozentig Bedarf, vielleicht auch sogar halt in Pflegeinstituten halt, wo halt auch Sachen installiert sind oder vielleicht in Zukunft installiert werden, weil die Welt dreht sich ja weiter und solche Sachen kommen auch dort an. Immer also auf jeden Fall nur ein Beispiel für eine Nische. Ein ganz anderes Beispiel für eine komplett andere Nische, also genau das andere Ende des Spektrums ist zum Beispiel, es gibt auch eine Möglichkeit aus so einem Raspberry Pi sich selber so ein Gateway zu erstellen und zu programmieren und selber etwas zu entwickeln, was noch gar nicht existiert. Genau. Und auch einzubinden.
Genau, Gateway, wir haben es vorher nur ganz kurz angesprochen, damit die ganzen Sensoren natürlich untereinander funktionieren können und Informationen verarbeiten können, ist ein kleines Gerät, das ihr ans Netz hängt und natürlich an Strom, und dann empfängt das ein Signal, wenn ein Fenster offen ist, wenn ein Fenster zu ist, wenn Wasser eintritt und so weiter. Und für das braucht man diesen Gateway, und den kann man sich eben ganz einfach auch selber basteln, weil wie viele Geeks und Nerds haben noch irgendwie Raspberry Pis rumliegen? Ein paar, die sich für irgendwelche Projekte mal gekauft haben und dann keine Zeit hatten, es umzusetzen. Oder so, genau. Okay. Und eben da kann man was aufstecken und hat dann eine eigene Lösung. Genau, und ich glaube auch, es ist nicht damit gedacht, dass die Leute irgendwie noch was rumliegen haben und das nutzen können, sondern ich glaube halt, ganz viele Leute haben eben, du hast halt ein paar Raspberry Pis rumliegen, aber ein paar Leute haben halt hier oben noch ganz viele Ideen rumliegen, wie man irgendwas noch in ein Smart Home integrieren kann, was vielleicht die komplette Nische ist. Und also, ich weiß es nicht, also wüsste ich es, könnte ich es nicht umsetzen, weil ich den Raspberry Pi nicht programmieren kann. Aber halt, ich kann zumindest das Modul draufstecken und vielleicht findet man einen cleveren Partner, der eben so ein Ding programmieren kann, und vielleicht kann man sogar ein Business rausbasteln. Also es gibt viele Möglichkeiten. Wirst du der 701. Partner von Z-Wave? Ja. Wer weiß. Also auf jeden Fall ein total schönes, offenes System, also offen in dem Sinne halt, wenn man was erstellt hat, lässt man sich zertifizieren und partizipiert dann wirklich von dieser großen Verbreitung von den ganz vielen Partnern, und ich finde es eine super Lösung. Ja, und dieser Überbrand, was du vorher genannt hast, das ist die Z-Wave Collection. Okay. Ja, das ist vielleicht noch wichtig, wenn ihr mal in den Fachhandel geht, die sehen alle gleich aus und man sieht dennoch, woher das Ganze kommt, genau. Ja. Ich glaube, das war's so als Erstes. Wir werden uns da sicherlich mal das eine oder andere anschauen. Genau, glaube ich auch, weil wir auch beide Smart Home gut finden. Ja. Und von daher werdet ihr bestimmt noch ein paar Informationen hier im Poughkeepsie Network finden. Genau, schaut öfters Geek Talk TV. Da kommt einiges. Okay. Tschüss. Ciao. Einen schönen guten Tag. Wir sind jetzt im Hotel. Denn auf der IFA, ich habe es ja auch schon mehrmals thematisiert. Machen wir nochmal neu. Cut.